So, willkommen zurück zu Risen 3 und weiter im Text. Wir sind am Hafen von Taranis, in der Hoffnung, dass hier irgendwo noch ein Wegpunkt zum Schnellreisen ist. Und ich ahne, dass dem nicht so ist, aber kann ich jetzt zu meinem Schiff zurückkehren, oder? Na gut, dann brauche ich vielleicht doch keinen Wegpunkt, dann ist alles gut. Weil ich würde jetzt nämlich noch erstmal bei ihm hier nochmal einbrechen. Bei Rumold. Weil das war mir ja letztes Mal nicht gegeben, weil ich nicht schleichen konnte. Was total ärgerlich ist, dass ich nicht schleichen konnte. Aber das kann ich ja dafür jetzt. Ah, Zucker. Er wird sich aber hoffentlich nicht so oft umdrehen, oder nur weil... Besen? Ich weiß nicht so richtig, ob ich das gut finde, dass ich irgendwie andauernd, ob ich einen Mist klauen kann. Handspiegel. Schatulle. Ich nehme mal nicht an, dass ich aus dem Schleichen heraus angreifen kann, oder? Also ich hätte mich mal zurück, damit die Ratte zu töten. Das Spiel mir hier eigentlich beibringt... Zucker? Wenn man was machen kann. Das Spiel mir hier eigentlich an der Stelle beibringen würde, dass ich halt einen Affen zähmen kann, den Affen dann hier reinschicken. Weil der steht da wirklich sehr prominent an der Tür, ne? Das sieht jetzt wirklich so aus, als wäre der halt quasi wie dafür geschaffen, dass du halt für solche Sachen hier... Lagerkiste verschlossen. Mist. Toll. Bauplan? Seelenring. Wissen, leichter Goldsack. Ha. Ohne den richtigen Schlüssel wird das nichts. Genau, Silberteller. Ist ein Silberteller eigentlich überhaupt großartig praktikabel? Oh, da oben ist noch eine Dingesklasse. Die bräuchte ich wahrscheinlich auf jeden Fall. Entweder täglich sonst was. Fällt mir eigentlich gerade so ein, was ich auf jeden Fall essen könnte, wären all die Blumen, die mir Statspunkte und Sachen gibt, die ich eh nicht leveln möchte, oder? Sieh zu, dass du Land gewinnst. Mach ich doch gerade. Warte mal, was werde ich denn auf keinen Fall leveln? Ich werde auf jeden Fall nie List leveln. Ich werde nie Fernkampf, ich werde nie Nahkampf leveln, ne? Und wahrscheinlich auch nie Geist. Kann ich doch erstmal guten Gewissens diese Dauerpflanzen hier, weil ich hatte welche Fingerfertigkeit, welche noch leveln. Einfluss. Gut, ich habe natürlich wieder keine Pflanzen. Nahkampf. Seelengeflecht bringt Magie. Das ist genau so ein Ding, wie da wächst, ne? Es gibt leider keine Blume, die Nahkampf bringt. Das ist ja ärgerlich. Ich hätte überhaupt so viele Blumen, die irgendwie Blutregeneration bringen. Das ist ja schrecklich. Na gut. Kostet das jetzt eigentlich fraktale Mengen, Nahkampf zu steigern? Nö, das kostet nur noch 1000. Also, solange du nicht über die Grenzwertgruppe kommst, ist alles gut. Aber andererseits bringt dir wahrscheinlich auch nichts. Obwohl so. Na, so ein Attribut wie Nahkampf sollte doch eigentlich auch... Ach, guck mal, hier ist der Schnellreisepunkt. Auch wenn ich den jetzt nicht mehr so wirklich brauche. Na, ich stelle ihn trotzdem mal frei. Frag, wie lange du durchkommen kannst, bis du an die Magie kommst. Geht doch. Also mein Ziel war es, erstmal zu allen Fraktionen zu fahren, die es so gibt. Also zu den Voodoo-Typen und den Dämonenjägern. Dann mal zu schauen. Und mein nächstes Ziel waren eigentlich die Dämonenjäger. Auf jeden Fall. Ein eleganter Kampf. In Zeithupe. Warum greift mich der Scavenger jetzt sofort an, weil er gesehen hat, wie ich einen anderen seiner Art getötet habe? Wildchass 8 von 10. Wahrheitsarchivment. Also der große Trick, glaube ich, generell für Gegner aller Art in diesem Spiel ist wirklich, dass du die Viecher irgendwie gestaggert kriegst und dann läuft es. So aus kann ich aber plündern wahrscheinlich. Weil alles andere ist ja total egal. Du musst nur wie die Gegner dazu kriegen, dass sie dich nicht angreifen können. So, das ist die Insel, die ich auf der Karte gesehen habe? Ja, das ist die Insel. Ob ich halt wirklich heute noch nach Kalimdor komme? Nee, das ist die Insel nicht. Das ist irgendwie anders. Aus deiner Haut mach mir eine Mütze. Bones heals. Ist sehr schade, dass er mich nicht voll heilt, ne? Sondern nur wenn ich erst, wenn ich ein Bedrängnis bin. Er hat ja anscheinend unendlich Mana. Diese Drehung. Erledigt. Du hast gerade ein Gothic 1 T-Shirt an. Es gibt Gothic 1 T-Shirts. Nerd. Wir müssen nur noch bei deinen Enden. Ah, das weiß niemand. Bomb.
Was ist das jetzt hier für eine Höhle? Ach so. Hm. Oh, das ist die letzte Mine. Die letzte Mine müsste... Das war noch... Es hieß doch am Anfang, es gibt 4 Minen, ne? Die eine müsste eigentlich unter diesem Wasserfall sein. Kann ich ja nicht treten? Oh nein. Ich mach so wenig Schaden. Das würde mir, glaube ich, wirklich helfen, erstmal mir nochmal ein gutes Schwert zu kaufen. Solange das Vieh irgendwie festhängt und ich frei draufhauen kann, ist alles gut. Es dauert halt bloß lange. Bei uns jetzt hier keine Müdigkeit vorschützen, wir werden ja wohl so eine Riesenkrabbe tot kriegen. Zumindest die Pistole macht, ähnlich wie im Vorgänger, guten Schaden am Anfang. Oh, ich kann Augen rausbluten. Cool. Noch eine Muschel? Naja, die kann ich mitnehmen. Ich kann nur die andere Art von Muschel öffnen. Die klappende. Was ist das gerade hier? War das nur der Bones hier? Na gut. Die Höhle sieht... Ah, es könnte eine Kristallhöhle sein, ne? Spielstand wurde erstellt, aber das ist kein gutes Zeichen. Das Spiel autosaved, das ist... Los, schlitzen wir einfach hier. Minenkobold, okay, gut, das ist die... Das ist die gleiche Mine, die zum Wasserfall führt. Ja, na gut, dann können wir die... Dann machen wir jetzt anscheinend die Quest hier auch gleich noch fertig. Wenn auch unabsichtlich. Die Minenkobolde mehr aushalten? Bones, mehr Heals, bitte. Oh. Das war's mit dem Vieh. Kann man die plündern? Ja, was hat der denn alles bei? Silberne Karaffe, magische Kristalle? Hat ja alles. Da hat der gar nichts bei. Mir fehlt manchmal in so Spielen dieses Gruppenlooten. Oh, ist das hier ein guter Gnom? Geisterpilz? Dieses Gruppenlooten, was es zum Beispiel in ISO gibt. Wo du halt, wenn alle Gegner, die in der Umgebung sind, du die automatisch gleich mitlootest. Was halt sau praktisch ist, ne? Das spart halt, also gerade wenn du so Einzelgegner suchst, das spart halt übel Zeit. Oh, ich hoffe auf jeden Fall noch mehr. Yay. Das geht wirklich nur nach Zeit. Das hat also einfach nur Cooldown, das Ding. Gibt's auch für Gothic, aber nur als Mod. Ja. Wäre es ja nicht mal die Vanilla-Experience. Gerade bei so Singleplayer-Spielen, mal Mods ist das halt immer so eine Sache, ne? Ja, hau die mal oben bei uns. Ich halte hier in der Zwischenzeit. Die haben wirklich gar nichts aus, die Viecher. Ein Vieh weniger. Also Kobold ist so ziemlich das Einzige, was ich irgendwie ansatzweise gut tot kriege. Wenn es einen Rissen 5, wenn es einen Rissen 4 geben würde, ob dann auf einmal die Kobolde wieder die guten wären. Oder bräuchte es dafür auch wieder zwei Teile Healing und wieder Klamotten oben. Blutrausch. Oh, Kristalle da habe ich. Ich habe doch neulich schürfen gelernt, oder nicht? Für gutes Geld, wenn ich mich recht entsinne. Diese Neuerung der Fähigkeit wollen wir auch nutzen. 8 magische Kristalle. Also wenn ich dann in der fernen Zukunft doch nochmal irgendwas mit den magischen Kristallen machen kann, die noch von was brauchen, die nicht nur irgendwie so eine Pseudo-Währung sind, die halt wie alle Quests, die Magier betreffen, relevant ist, dann habe ich auf jeden Fall jetzt schon einige, ne? An der Kraft, mit der zu rechnen ist. Und wir finden... Jetzt schlage ich ein paar Schädel ein. Solange die mich nicht unterbrechen, ist alles super hier, ne? Was macht Bones eigentlich gerade? Achso, der hat ja. Achso, das sind anscheinend die letzten Minenkobolde. Na komm. Ein bisschen deprimierend ist, dass die sich halt so gut staggern können, oder? Die Kobolde saßen hier auf einer prächtigen Mine. Tja, jetzt könnten die Rohstoffe hier eigentlich abgebaut werden. Ist nicht genau das passiert ist schon vorher? Ich meine, die Mine sieht jetzt nicht so aus, als würde sie von den Kobolden errichtet worden, oder?
schaut schon so ein bisschen so aus, als wäre hier vorher nicht mehr so komische Feuerkörbe. Die schieben sich hier nicht von alleine rein. Wie sind lauter Fallen? Aber eine einfache Sache. Es läuft geistig die Magie hinter den Fraktionen gelockt. Ansonsten gehen nur Schriftrollen. Ach, toll. Na gut, also werden wir es jetzt erstmal schön hier. Das ist, wie gesagt, das ist halt einfach, das ist so ein schlechtes Spieldesign. Ich kann leider die Fallen nicht entschärfen. Das ist ärgerlich. Es ist. Weil das Ding, wie gesagt, das ist halt so eine. An sich musst du schon wissen, was du machen willst. Oder du googelst es halt, hast dann aber halt das Risiko, das sich zu spoilern. Na gut, das ist ja relativ einfach jetzt. Also ich meine, das ist zum Glück, ist es jetzt nicht so schwer. Ich nehme mal an, dass so rein vom spielerischen, von der spielerischen Schwierigkeit hier Rissen auch kein, mir kein Bein ausreißen wird, ne? Weil das ist auch selten, dass irgendwie Spiele schwierig sind. Oder dauerhaft irgendwie fordernd bleiben. Heilt mich das eigentlich, wenn ich hier so ein Wasserfass drin? Man hat die Information, dass man in Rissen 1 zuerst zu den Banditen gehen sollte. Danke, Piranha, aber jetzt danke. Achso, ja, das meinst du. Hat man die? Nee, Rissen 1 lässt denn das doch völlig frei, oder nicht? Oder? Ach, guck mal, Termiten sind auch nicht von sich aus aggressiv. Die würden tatsächlich mit dir reden. Aua. Weil da stellt sich halt der eine NPC so und sagt, ja, du kannst jetzt zum Liebeslager gehen oder du kannst halt in die Stadt gehen. Und kannst dich der Stadtwache anschließen. Das ist ja beides möglich, oder nicht? Nee, hat man nicht. Hä? Ich meine, du kommst ja eigentlich von der Stadt her, kommst du ja auch nochmal zu den Banditen eigentlich hin. Weil, wenn du zuerst zur Stadt gehst, dann hast du doch sowieso den Auftrag, wieder zum Don zu gehen und Bericht zu erstatten. Man kann die, könnte die XP in der Hafenstadt oder den Kloster ganz gut gebrauchen. Ach so, meinst du das? Hä, warum das Banditenlager? Ein bisschen, was musste ich da, ein bisschen was musste ich tryharden, aber ansonsten ging das doch eigentlich immer, oder nicht? Das ist tatsächlich eine prächtige Mine, ne? Da gibt es nicht nur Kristalle, sondern auch Eisenerz und alles. Cool. Guten Abend, Kraketen. Da. Wann ist die eigentlich gelb? Olle. So, haben wir jetzt hier nicht alles mal gesehen? Jetzt habe ich natürlich praktischerweise alle Minen, die man so für diese Dingens-Quest hier hat. Da vorne gab es, glaube ich, noch eine Treppe, die ich nicht. Achso, nee, jetzt wird hier im Kreis. Okay, alles gut. Kann ich in die Falle laufen? Das wäre gut. Du hattest ja auch Ressourcen, die hatte ich nicht. Was für Ressourcen sprichst du denn? Meinst du das geballte Wissen meiner vielen, vielen Zuschauer? Dessen mache ich ja dieses ganze Stream-Zeug, damit ich das Zeug nicht mal alleine spielen kann. Und vielleicht, weißt du, also an sich mag ich das sehr beim Spielen so zu reden, dass ich habe halt immer, ich habe so ein Mitteilungsbedürfnis, das ist ganz schrecklich. Wenn ich so für mich alleine spiele, dann ist halt irgendwie doof, ne? Habe ich niemanden, dem ich das erzählen kann. Ja gut, ich könnte es natürlich aufnehmen, oh Mann. Heilung, Gold, Rüstung, Waffen, nichts Wichtiges. Ja, aber hey, die hättest du doch auch haben können. Ich bin auch zum ersten zum Banditenlager gelaufen, hab Dinge getan. Ach so, du meinst es genau andersrum, dass man die XP aus dem Banditenlager gut bei den anderen gebrauchen könnte. Yeah! Ich weiß gar nicht, wie läuft das ab, wenn du in der Hafenstadt anfängst? Das bist du dann komplett am Arsch? Oder ist das halt, ist das irgendwie okay-ish? Ja, stimmt, wenn du erst als erstes in der Hafenstadt bist, das könnte schon der erste Söldner ein Problem werden, den du da aufs Maul hauen sollst, ne? Ich habe übrigens immer noch nicht Lami gefunden. Sag hier, egal. Ich habe Faris getroffen? Ach ja. Ich habe Faris getroffen. Er ist in der guten Mine. Hervorragend, hier hast du deinen Lohn. Ich habe jetzt alle Gnome bei dir gemeldet. Habe ich? Sehr gut. Damit kann ich diese Liste schon mal zu den Akten legen. Hier, das hast du dir wirklich verdient. Man kann sich durcharbeiten. Ja gut, an sich kannst du ja in Risen 1 ziemlich viele Kämpfe, zumindest Nahkämpfe, auch mit Skill gewinnen. So, hallo Magnus, grüß dich hier. Ich mache hier mal ein großes Safe-Game. Nicht, dass das hier auf einmal so ein Selbstläufer wird und ich auf einmal hier mit im Team bin, was ich ja eigentlich gar nicht möchte, ne? Hallo Magnus, grüß dich. Eine Sache noch wegen der Minen. Ja? Ich habe eine neue Mine im Süden gefunden. Aha. Wo genau? In der Nähe des Hafens. Sie war voller Kobolde. Doch jetzt nicht mehr. Ah, das ist großartig. Ich wusste, da unten ist noch etwas zu holen. Gut gemacht.
Dann geh sofort zu Gadi, einem Gnom am Hafen, und erzähl ihm von der neuen Mine. Er soll die Mine in Beschlag nehmen. Je schneller, desto besser. Das waren jetzt nicht alle? Er hat doch von 4 Minen gesprochen, oder? Hm. Hm. Na gut. So, Gadi müsste der hier sein, oder? Ja. Die Höhle am Südstrand ist eine Mine. Und sie ist jetzt sauber. Ein Haufen Kobolde hatte sich dort eingenistet. Die Kristalle hatten sie wohl angelockt. Oh, Glitzersteine? Dann gut, das Kobolde tot. Jetzt kann Gadi mit anderen Gnos schürfen gehen. Magier immer wollen Steine. General Magnus wird stolz auf Gadi sein. Das Gadi geht schürfen in neue Mine. Jipp. Jo, na denn, schön, haben wir das auch geschafft. Judy, den können wir noch mal kurz diesen komischen Stein reden und den Stein einsetzen. Ich muss, und für den letzten muss ich ja sowieso nach ferner Liefen laufen, ne? Weil ich muss ja diesen Monolithstein, den letzten, den muss ich ja, wo muss ich den überhaupt holen? Ich glaube, Takarigua? Ach stimmt, der komische Gouverneur hatte das Ding, ne? Ah. Warum hat das Ding hier übel die Animation? Das andere Teil hatte das nicht. Ja, dass die Scavenger so halbdurchsichtig sind. Ja, ne? Der guten Mine. Und das Taraniskraut. Stimmt, das Taraniskraut. Nur deswegen habe ich mich eigentlich gerade zurückteleportiert. Nicht weil ich Bericht erstatten wollte. Das sind ganz schön viele. Ach du Scheiße. Es sind halt richtig viele, ne? Das sind vier. Das sind vier, aber nur drei greifen mich an, was eigentlich gut ist. Okay, jetzt ziehen wir mal den Joke. Ah, ich kann mir nicht mal zur Pistole ziehen. Oh. Alter, das ist dumm. Das habe ich nicht getroffen. Es ist extrem dämlich. Alter. Du musst die ganze Zeit nur weggestaggert. Wie dumm ist denn das? Ganz ehrlich, wer hat sich das ausgedacht? Wer hat das designt? In QA gepackt? Ich dachte, ja, das ist voll geile Combat. Oder ist es ihnen erst ganz spät aufgefallen, dass das, was sie gebaut haben, der größte Mist ist? Und dass kein Schwein so spielen möchte und das überhaupt keinen Spaß macht? Da guck mal, du wirst doch von jedem Scheiß umgeworfen! Nie im Leben hast du da irgendeine Chance! Wie willst du das hier alleine machen? Hä? Meine Einzelkämpfer, das ist schlimm genug. Hallo! Ich kann nichts machen! Das ist gar nichts, ne? Bones, würdest du bitte zuschlagen? Ja, das wird nie was, wenn wir das hier nicht. Ah, wir waren ein bisschen weit weg. Endlich. Er ist schon. Ach, schon heftig dumm, muss ich sagen, ne? Von dir hast du noch ein Vieh, ne? Ich habe ja noch nicht mal alle angegriffen. So, das müsste es gewesen sein. Da kamst du speziell in den Spiel aus. Ich hoffe, das war jetzt übrigens nicht eine schlechte Idee, das jetzt schon zu machen, ne? Nicht, dass ich das am Ende jetzt recht. Man könnte das Krampf Gameplay nennen. Ja, das würde aber das Wort schwul als beleidigend benutzen. Das wäre nicht ganz fair, oder? Das gibt kein Fenster, wo du zwischendurch angegangen bist. Aber jetzt. Bomb! Ich verstehe es nicht. Wie sollst du denn gegen den Vogel vorgehen? Meine Ausweichen kann ich ja auch nicht, ne? Weil dann rolle ich halt doof nach hinten. Wie sollst du denn allein gegen so Scavenger ankommen? Das ist unmöglich. Also, außer du kannst wie schneller angreifen und wie dauerhaft zu staggern oder so, keine Ahnung. Hä, wie soll denn das funktionieren? Ich verstehe das wirklich nicht. Ich meine, die Vögel sind männlich. Ja, davon kannst du ausgehen. Beim Piranha-Spielen gibt es ja generell keine Frauen. Also, warum sollte irgendetwas hier weiblich sein? Außer explizit anders benannt. So, aber jetzt laufen wir auf jeden Fall wieder in uns. Wir wollen zum Alchemisten, wir wollen zum Alchemisten, wir wollen zum Alchemisten, wir wollen zum Alchemisten, wir wollen zum Alchemisten. Wir vergessen nicht, dass wir zum Alchemisten wollen. Wir rennen nicht irgendwo anders und lassen uns wieder ablenken. Wir wollen zum Alchemisten. Danach wollen wir nach Kalimdor. Oder warum ein?
Ja, die Insel ist anders. Kalimdor ist das Ding aus Warcraft. So, Magnus hier. Ja? Gardi, der Gnom vom Hafen, kümmert sich um die neue Mine. Oh, das ging jetzt aber schnell. Gut gemacht. Das wird uns bei unserer Sache immens weiterhelfen. Jetzt hast du alle Berichte von den Minen. Ja, die einen erfreulich, die anderen eher weniger. Wie auch immer, wir müssen mit dem arbeiten, was wir haben. Gute Arbeit. Mein erster Eindruck von dir war ja eher... Na, sagen wir, du hast durch deine Leistungen überzeugt. Welche Entlohnung wäre für deinen Dienst angemessen? Ich glaube, ich muss laden, ne? Wie wäre es, wenn du mich zum Wächter ausbildest? Das ist eine Entscheidung, die gut überlegt sein will. Erstens, wenn du dich unserer Gemeinschaft anschließt, dann kannst du keiner anderen mehr beitreten. Zweitens, du musst deinem vorherigen Leben abschwören. Drittens, als Wächter gelten für dich die Regeln des Lagers, wenn du hier bist. Viertens, du musst einen Eid leisten, der dein Leben an unsere Ziele und Ideale bindet. Und fünftens, du wirst natürlich nicht sofort ein vollwertiger Wächter. Du fängst wie jeder andere erstmal als Kadett an. Fühlst du dich dazu bereit, den Eid der Wächter zu leisten? Der Typ im Hintergrund ist großartig, oder? Da ist noch ein alter Admiral auf Antigua, der auf meinen Bericht wartet. So? Dann solltest du deinen Admiral davon in Kenntnis setzen, was du vorhast. Regle das zuerst. Dann werden wir dich vereidigen. Ah ja, okay, gut. Dann sind wir jetzt quasi genau an der Stelle, wo ich sowieso sein wollte. Und hab zum keine Magie. Und die Voodoo-Typen geben mir wahrscheinlich ihre Voodoo auch nicht einfach so her. Es gibt hier übrigens noch den Keller, den ich noch nicht erkundet habe. Also hier, das unten der Brunnen. So, hallo Nergal, grüß dich hier. Hier, dein Taraniskraut. Wer hat was gebraut? Dein Taraniskraut, hier. Ah, ausgezeichnet. Hier, du hast dir die Banane redlich verdient. Und jetzt störe mich nicht weiter. Ich brauche Ruhe, um mich konzentrieren zu können. Er hat mir eine Banane gegeben, ist das dein Ernst? Eine Banane? Du wolltest mir ein Elixier geben. Nein, 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 du wolltest eine Banane. Da bin ich mir sicher. Jetzt reicht's. Gib mir endlich das Elixier. Diese Jugend. Kein Respekt mehr vor dem Alter. Da hast du es. Jetzt lass mich endlich in Ruhe arbeiten. Hauptsache, gib mir eine Banane. Tinktur der Härte. Ach, scheiße. Das ist auch wieder so ein Trank, den ich in 1 Milliarde Jahre nicht trinken kann, weil... Wird das Herdenkrieg gewonnen, deine Haut fest wie der, weil es bringt halt 5 Härte, was halt jetzt 1000 XP sparen würde oder Ruhm. Und bei, wenn ich weiter will, spart es mich halt 5000. Und wann nimmst du den? Ich hasse Satztränke, wirklich, die sind das Dümmste überhaupt. Zumindest wenn dein Level-System so funktioniert, wie es funktioniert. Weil du kannst die halt nie früh nehmen, was übrigens auch schlechtes Spieldesign ist, wie ich mal feststellen möchte. Das ist inhärent schlecht. Naja, mehr dazu beim nächsten Mal.